Du willst dir ein E-Motorrad zulegen, aber fragst dich, ist die Technologie denn überhaupt schon so weit? Ich zeige dir heute alles, was du über den aktuellen Stand von E-Motorrädern wissen musst. Von Kosten über Ladezeiten bis hin zu Modellen, die es gerade auf dem Markt gibt. Dieses Video ist in Kapitel unterteilt. Falls dich also nur eins dieser Themen interessiert, kannst du ganz einfach über die Kapitel direkt dorthin springen. Beim Thema E-Mobilität denken ja die meisten erstmal an Elektroautos, die Frischluftbegeisterten unter uns an E-Bikes oder Pedelecs und wer gerade Hunger hat, vielleicht noch an diese E-Roller vom Pizzabringdienst. Aber Elektromotorräder? So richtig? Ja, die sieht man tatsächlich noch sehr selten auf unseren Straßen, aber die gibt's. Das bestätigen auch die Zulassungszahlen. Denen zufolge haben die Verbrennermaschinen natürlich noch deutlich die Nase vorn. Schade eigentlich, denn mal ehrlich, Elektropower mit hohem Drehmoment in Kombination mit geringem Gewicht, das klingt nach richtig viel Fahrspaß, Freiheit und noch ökologischem Bewusstsein. Das haben sich inzwischen auch die Hersteller gedacht und bringen eine zunehmend größere Auswahl auf den Markt. Da sind innovative Neulinge wie die amerikanische Firma Zero Motorcycles oder auf dem E-Motorradmarkt etablierte Hersteller wie die italienische Marke Energica. Aber auch Traditionalisten wie Harley-Davidson mischen inzwischen bei den E-Motorrädern mit. Sieht so aus, als wäre man mit einem E-Motorrad noch Mitglied in einem recht exklusiven Club. Da stellt sich mal die Frage, was kostet eigentlich der Eintritt? Kosten für ein E-Motorrad. Wie so oft gilt auch hier, höhere Stückzahlen bedeuten geringere Kosten. Also in unserem Beispiel leider genau andersrum. Denn durch die geringen Produktionszahlen sind leistungsstarke E-Motorräder momentan noch ein recht teurer Spaß. Da liegt der Anschaffungspreis schnell mal bei 20.000 bis 35.000 Euro. Nee, das passt hier nicht. Ah, schon besser. Diese unfassbar coole Verge TS Ultra aus Finnland kostet sogar 55.000 Euro. Dafür punkten E-Motorräder, ähnlich wie E-Autos, mit vergleichsweise günstigen Unterhaltskosten. Und hier wird's interessant. So fallen beispielsweise die Wartungskosten pro Kilometer geringer aus als bei vergleichbaren Verbrennern. Kein Öl, keine Zündkerzen, weniger bewegliche Teile, ihr wisst schon. Aber nicht nur das, auch die Steuer macht sich bemerkbar. Oder eben nicht. Denn Fahrzeuge, die zwischen dem 11. Mai 2011 und dem 31. Dezember 2025 zugelassen wurden bzw. werden, sind bis zu 10 Jahre steuerfrei. Stand jetzt allerdings nur bis zum 31. Dezember 2030. Übrigens, wer eine gebrauchte Maschine kauft, übernimmt die restliche Steuerfreiheit. Und auch danach spart man, da die Steuer nur halb so hoch ist wie bei einem vergleichbaren Verbrenner. Das klingt doch gar nicht so schlecht, oder? Komplett steuerfrei ist übrigens auch ein Abo auf diesem Kanal. Auch die extra Glocke, die du drücken kannst für Benachrichtigungen bei neuen Videos, ist komplett wartungsfrei. Die Leistung von E-Motorrädern. Wie viel Leistung bekomme ich denn jetzt für meine Euros? Und welche Kraft bringen die E-Motorräder eigentlich auf die Straße? Bei Maschinen mit Verbrennungsmotor, da schaut man ja meistens erstmal auf den Hubraum, wenn es ums Thema Leistung geht. Das fällt beim Elektromotor offensichtlich weg. Hier wird also direkt von Kilowatt gesprochen, wobei 1 kW knapp 1,4 PS entspricht. Die beliebten E-Leichtkrafträder, die der 125 Kubikzentimeter Klasse bei den Verbrennern entsprechen, bringen eine Nenndauerleistung von 11 kW oder eben 15 PS. Im mittleren Leistungssegment reden wir über etwa 50 kW, das sind dann schon 68 PS. Die Top-Modelle leisten dann locker 74 kW, also 100 PS und mehr. Moment, Nenndauerleistung? Nenndauerleistung ist eine für E-Antriebe spezifische Bezeichnung. Damit ist die Leistung gemeint, die der Antrieb im Durchschnitt über 30 Minuten abgeben kann, ohne zu überhitzen. Das heißt, dass der E-Motor über einen kurzen Zeitraum auch mehr leisten kann, zum Beispiel beim Beschleunigen. An der grünen Ampel könnte ein 11 kW E-Motorrad also auch locker mal mit einem stärkeren Verbrenner mithalten. AnfängerInnen sind also gut beraten, auch bei vermeintlich schwachen Motorisierungen vorsichtig loszulegen. Aber wie viel Reichweite bekommt man denn bei so viel Leistung? Die Reichweite von E-Motorrädern. Die Frage nach der Reichweite ist bekanntlich der Dauerbrenner beim Thema E-Mobilität. Bei den E-Motorrädern ist da immer noch Luft nach oben, das heißt, sie liegt im Durchschnitt unter der von Benzinmotoren. City-Modelle mit kleinen Batterien schaffen 70 bis 100 Kilometer. Top-Modelle zum Teil mehr als 400 Kilometer. Stadtleben, Kurztrips, vollgeladen also gar kein Problem. Wer weitere Touren plant, sollte entsprechend Ladepausen berücksichtigen.
Wie auch beim E-Auto machen beim E-Motorrad Fahrweise, Gewicht und Batterietyp den entscheidenden Unterschied. Vollstrom über die Autobahn? Warum nicht? Aber dann ist halt auch entsprechend der Akku schneller leer. Wer zurückhaltend und vorausschauend fährt, der kommt auch entsprechend weiter. Okay, angenommen, die Batterie ist fast leer. Wie sieht der Ladevorgang bei E-Motorrädern aus? Wie und wo wird ein E-Motorrad geladen? Der Ladevorgang bei E-Motorrädern läuft genauso wie beim E-Auto. Man hängt es also an die private oder öffentliche Ladestation. Entsprechend bietet es sich an, die Route im Voraus zu planen und Ladestopps einzukalkulieren. Ganz einfach funktioniert das zum Beispiel mit der NBW Mobility Plus App, über die du nicht nur die nächstgelegene Ladestation ansteuern, sondern auch ganz bequem bezahlen kannst. Weitere Informationen dazu findest du in der Infobox. In der Regel sind E-Motorräder mit diesen gängigen Typ-2-Steckern kompatibel. Die sind europaweit Standard. Hier dauert ein Ladevorgang zum Teil mehrere Stunden. Erste Modelle verfügen sogar über Schnellladetechnologie auf Basis dieses CCS-Standards. In diesem Fall ist die Batterie nach etwa 40 bis 45 Minuten wieder geladen. Zum Thema Stecker und Ladestationen haben wir übrigens ein eigenes Video gemacht. Schau dazu gerne in die Infobox. Bevor wir zu den aktuellen Modellen auf dem Markt kommen, gibt es noch eine wichtige Sache, und zwar: Welchen Führerschein braucht man eigentlich für E-Motorräder? Für E-Motorräder braucht man auch einen entsprechenden Motorradführerschein. Welchen genau, bestimmt die jeweilige Leistungsklasse. Für die vorhin schon mal angeführten Leichtmotorräder, also die bis 11 kW, die der 125 Kubikzentimeter Klasse entsprechen, wird die Führerscheinklasse A1 benötigt. Die kann man übrigens schon mit 16 Jahren machen. Die nächste Führerscheinklasse ist A2. Damit dürft ihr euch auf Maschinen mit bis zu 35 kW setzen. Und wer das volle Programm fahren möchte, benötigt die Klasse A. Dieser Führerschein wird auch der große Motorradführerschein genannt. Wer vorher 2 Jahre die Klasse A2 hatte, kann die Klasse A schon ab 20 absolvieren. Für einen Direkteinstieg muss man mindestens 24 Jahre alt sein. Und dann gibt's da ja noch die Sache mit dem Autoführerschein der Klasse B. Genauer gesagt die erweiterte Klasse B 196, die nur in Deutschland gültig ist. Mit dieser darfst du kleine Maschinen bis 11 kW Leistung fahren, hast also quasi die Klasse A1. Den erweiterten Führerschein B 196 gibt es seit Anfang 2020. Die Zusatzeintragung erhältst du durch eine theoretische und praktische Schulung in der Fahrschule. Prüfungen sind zum Glück nicht notwendig. Allerdings gibt es 2 Voraussetzungen. Um das Upgrade auf B196 überhaupt machen zu dürfen, musst du mindestens 25 Jahre alt sein und den PKW-Führerschein seit mindestens 5 Jahren besitzen. Alles klar? Jetzt hast du alle Infos, um mit deinem neuen Elektromotorrad auf Tour zu gehen. Aber welche Modelle gibt's denn jetzt eigentlich? Eine Auswahl aktueller Modelle. Exemplarisch stelle ich dir im Folgenden 3 spannende Maschinen von den aktuell wohl bekanntesten E-Motorradmarken Zero Motorcycles, Energica und die Maschine von Harley-Davidson vor. Werfen wir zunächst einen Blick auf das Modell DSR von Zero Motorcycles, das du mit einem Führerschein der Klasse A2 fahren darfst. Das Crossover-Elektromotorrad ist schon länger auf dem Markt und ist sehr gut für deine nächste Motorradtour geeignet. Mit einer Leistung von 22 kW, also 30 PS, ist eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 163 km/h möglich. Die durchschnittliche kombinierte Reichweite liegt bei 169 km. Innerorts sind laut Hersteller sogar bis zu 262 Kilometer drin. Der 14,4 Kilowattstunden große Akku braucht mit optionaler Schnellladetechnik rund 2 Stunden Ladezeit, um einen Ladestand von 95% zu erreichen. Der Preis, der fängt bei knapp 20.000 Euro an. Der italienische Anbieter Energica schickt mit der Xperia eine Maschine ins Rennen, die zu den Modellen gehört, die dir im Schnitt die höchste Reichweite ermöglichen. Laut Hersteller sind bis zu 400 Kilometer im Stadtverkehr ohne Stopp an der Ladesäule drin. Fährst du die auf bis zu 180 km/h beschleunigende Maschine voll aus, ja, dann schrumpft die Reichweite natürlich entsprechend. Bis zu 256 Kilometer kombinierte Reichweite sollen drin sein. Bedingt wird diese Reichweite durch den im Vergleich zu anderen Elektromotorrädern sehr groß dimensionierten Akku, der 22,5 Kilowattstunden speichert. Zum Vergleich, der Renault Twingo Electric hat einen knapp 22 Kilowattstunden großen Akku, der laut Herstellerangaben eine Reichweite von bis zu 250 Kilometern im Stadtverkehr ermöglicht.
Einen weiteren großen Vorteil des Energica E-Motorrads stellt die vergleichsweise geringe Ladezeit dar. Die Maschine lädt an einer Schnellladesäule 6,7 Kilometer Reichweite pro Minute. Ausgehend von der City-Reichweite von 400 Kilometern dauert ein kompletter Ladevorgang also rund eine Stunde. Diese Technik hat natürlich ihren Preis. Die bis zu 75 kW bzw. 102 PS starke Straßenmaschine gibt's ab etwa 30.000 Euro. Werfen wir jetzt einen Blick auf eine echte Traditionsmarke. Harley-Davidson hat seit 2018 mit der Livewire auch ein E-Motorrad am Start. 78 kW oder 106 PS bringen die Harley auf bis zu 177 km/h Spitzengeschwindigkeit. Die Reichweite liegt nach Angaben des Herstellers bei etwa 150 km im Stop-and-Go-Verkehr bzw. 200 km auf der entspannten Langstrecke. Dafür punktet die Maschine beim Laden. 40 Minuten reichen für 80% bzw. 60 Minuten für 100% Ladung des 15,5 Kilowattstunden großen Akkus. Für den Kontostand ist das alles leider nicht so prickelnd. Mindestens 33.000 Euro werden dann schon mal fällig. Dann fassen wir noch mal kurz zusammen. Erstens, E-Motorräder bieten ordentlich Fahrspaß, auch wenn Reichweite und Ladezeit noch ein Thema sind. Zweitens, egal ob E- oder Verbrenner, ohne den richtigen Führerschein geht gar nichts. Drittens, der Markt bietet schon jetzt eine breite Palette an Modellen. Jedoch muss sich beim Preis und auch bei der Reichweite noch einiges tun. Was meinst du? Lass es mich doch in den Kommentaren wissen. Ich bin gespannt, was du zu dem Thema sagst. Und wenn du magst, dann schau doch mal in eine dieser spannenden Folgen rein. Dann sehen wir uns gleich schon wieder. Bis dann. Gibt's natürlich ein extra Video hier auf dem Kanal zum Thema. Ist doch klar. Jetzt ist aber mehr als Müh, schon Mäh. Jetzt kommt die Halle. Ich bin mir fast selber ins Gesicht geschlagen.